Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video. Heute schauen wir uns mal wieder einen neuen Snapshot an, und zwar den Snapshot 20W07A für die kommende Minecraft-Version 1.16 für das Nether-Update. Und in diesem Snapshot wurden wieder einige Sachen geändert und auch etwas ziemlich Cooles hinzugefügt, nämlich ein neues Monster, mit dem man auch handeln kann quasi. Aber bevor wir uns das angucken, gucken wir uns mal die kleineren Neuerungen an. Und zwar ist die erste Neuerung etwas mit dem Beacon. Und zwar kann man den Beacon jetzt auch aus dem Netherite bauen. Was eigentlich nicht so viel Sinn macht, weil das ein ziemlich seltener Rohstoff ist und damit sollte man vielleicht nicht unbedingt solche großen Pyramiden hier kaufen oder bauen vielmehr. Aber ja, man könnte damit auch zur Not tatsächlich den Beacon befeuern. Das bedeutet, wir können hier auch das Netherite benutzen, um hier irgendwelche Effekte uns zu holen. Was natürlich auch wieder ein bisschen Verschwendung ist. Wie gesagt, das ist natürlich sehr viel seltener als jetzt zum Beispiel Eisen und Gold. Und was ich mir aber vorstellen könnte, ist, dass man, wenn man so einen Beacon baut oder eben Netherite als Rohstoff quasi benutzt, dass man vielleicht irgendwie neue Effekte bekommt. Das wäre natürlich eine coole Möglichkeit und das wäre dann auch einigermaßen nutzvoll und verständlich, dass man den Netherite benutzt. Aber aktuell zumindest ist es noch so, dass man das nicht kann und dementsprechend macht das in meinen Augen noch nicht so viel Sinn. Eine weitere kleinere Änderung betrifft jetzt die Endermen in der Hölle. Die sind jetzt nämlich auch dazu in der Lage, die neuen Blöcke quasi mitzunehmen und dann rumzutragen. Und sie sind nicht mehr dazu in der Lage, den ganzen normalen Netherrack quasi abzubauen, sondern halt wie gesagt jetzt vor allem die neuen Blöcke. Außerdem ist man jetzt dazu in der Lage, auch aus dem Soul Soil quasi den Wither zu beschwören. Das ging ja vorher nur aus dem Soul Sand, aber jetzt eben auch aus dem Soul Soil. Das werde ich jetzt hier allerdings nicht machen, weil hier sonst irgendwie das Chaos ausbrechen würde. Ein paar weitere kleinere Neuerungen haben jetzt die Hoglins auch nochmal mitbekommen. Und zwar ist das ja das Monster, das hier so aussieht wie ein riesiges Schwein, was ja schon in der letzten Version, also im letzten Snapshot, eingeführt wurde. Allerdings konnte das im letzten Snapshot noch nicht wirklich viel. Was man jetzt allerdings machen kann, ist es zu töten. Also das ging vorher auch schon, aber jetzt droppt das Tier auch Fleisch zum einen und es kann noch Leder droppen. Ich guck mal, ob ich das jetzt hier, wenn ich jetzt hier kille, ob ich dann Leder kriege. Das Leder ist allerdings tatsächlich ein bisschen seltener als das Fleisch. Aber immerhin droppt es jetzt was, das ist natürlich schon mal eine coole Sache. Guck mal, ja, hier haben wir zum Beispiel Leder bekommen. Wie gesagt, ziemlich selten, allerdings ja, wenigstens etwas. Und außerdem kann man die jetzt auch paaren, dann kommen hier diese Babys raus. Und zwar geht das mit den roten Pilzen, also mit den Crimson Fungis. Ich gucke jetzt hier gerade, ob hier vielleicht irgendwo mal Ausgewachsene sind, die man paaren könnte. So, hier haben wir jetzt mal zwei gefunden und wie gesagt, mit dem Crimson Fungi können wir sie dann einfach paaren. Einfach wie bei allen anderen Tieren auch Rechtsklick machen und dann laufen sie aufeinander zu, relativ schnell, und machen dann eben ein Kind. Was noch dazu kommt, ist, dass sie tatsächlich Angst vor den blauen Pilzen haben, also Angst vor den Warped Fungis. In dem offiziellen Update quasi stand, dass sie irgendwie den Geruch nicht mögen oder so weiter. Und wenn man die jetzt in der Hand hat, dann greifen sie einen nicht an. Denn normalerweise, wenn ich jetzt hier mal in den Game Mode Survival gehe, dann greifen sie den Spieler an. Ich kriege jetzt relativ wenig Schaden, weil ich eine gute Rüstung habe. Normalerweise machen die tatsächlich schon relativ viel Schaden, außer die Babys, die machen nicht so viel Schaden. Aber wie gesagt, die haben irgendwie Angst vor dem Geruch und mögen den nicht so gerne. Und auch wenn man sie hinstellt zum Beispiel, dann wollen sie davon Abstand halten, wie ihr hier seht, und greifen einen denn nicht an. Und was auch noch neu eingefügt wurde in der Version, ihr seht schon, sind neue Monster, nämlich die Piglins. Die Piglins sind jetzt eine neue Monstergruppe, die es in der Hölle gibt. Und zwar kommen sie vor allem in dem Crimson Forest, also in diesem roten neuen Biom vor. Und die sind tatsächlich böse und wollen den Spieler meistens angreifen. Allerdings gibt es eine coole Möglichkeit, um quasi nicht als Feind anerkannt zu werden. Also ich kann hier mal eben wieder in den Game Mode Survival gehen. So, dann werdet ihr sehen, dass sie mich angreifen. Allerdings, wenn ich eine Goldrüstung anziehe, machen sie das nicht mehr. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier meine Dia-Rüstung zum Beispiel mal gegen Gold tausche, dann respektieren sie mich und greifen mich nicht mehr an. Das ist eine ganz witzige Sache. Allerdings würden sie mich dann wieder angreifen, wenn ich eine Kiste aufmache oder wenn ich auch einen Goldblock abbaue. Ich töte hier nur mal kurz das kleine Schweinchen hier, zack, bevor mich das hier rumnervt. Also wenn ich jetzt eine Kiste allerdings aufmache oder Goldblöcke abbaue, dann denken die Piglins nämlich, dass ich von ihnen klauen möchte oder eben das Gold mitnehmen möchte und dann werden sie wieder aggressiv. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier die Kiste aufmache, dann greifen sie mich wieder an und wenn ich den Goldblock abbaue, dann würden sie mich auch angreifen und wieder aggressiv werden. Und ihr seht schon, manche davon spawnen mit Armbrüsten, andere wiederum haben Goldrüstung oder auch Goldschwerter. Das ist immer ganz zufällig, was sie da bekommen. Und ja, tatsächlich können die Piglins aber sehr nützlich sein, denn man kann quasi mit ihnen handeln, indem man ihnen einfach Gold hinschmeißt. Und das finden sie dann ganz toll und manchmal bekommt man dafür auch relativ gute Items zurückgetauscht quasi. Zum Beispiel, also man kann auch nicht so tolle Items bekommen, wie jetzt hier zum Beispiel diesen Warp Nilium Block. Aber ihr seht schon, man kann auch Fire Charges bekommen, man kann auch Shroom Lights bekommen und anscheinend handeln sie unendlich oft. Man kriegt ja auch Soul Sand, man kann sogar Obsidian daraus bekommen oder auch Quarz zum Beispiel. Das ist eine ziemlich coole Idee und kann auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Man könnte auch eigentlich automatische Farmen damit bauen, wo man dann einfach ganz viele von den Piglins nebeneinander hat oder irgendwie auf einem Block stehen hat und dann schmeißt man denen einfach ganz viel Gold zu und dann handeln sie quasi mit einem. Funktioniert so ähnlich wie bei den Villagern, wie gesagt, nur dass man hier halt
sich quasi nicht aussuchen kann, was man bekommt. Aber ihr seht schon, man bekommt eine ganz schöne Anzahl an verschiedenen Sachen und die auch wirklich teilweise nützlich sind. Also gerade wenn man jetzt an Obsidian oder Nether Quartz denkt zum Beispiel, ist das natürlich eine ziemlich coole Sache, weil man halt so theoretisch eine ganz automatische Quarzfarm bauen kann oder eine ganz automatische Obsidianfarm. Allerdings, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, ist das eher relativ selten, dass man Obsidian bekommt. Hier gibt es jetzt auch wieder so Items, die halt häufiger sind und Items, die weniger häufig sind. Zum Beispiel hier die, ich sag mal, nicht so wertvollen Sachen. Die sind halt sehr viel häufiger als die richtig wertvollen Sachen dann im Endeffekt. So, wir können ja hier vorne nochmal ein bisschen tauschen. So, ich habe den beiden Picklins hier jetzt mal insgesamt 24 Gold hingeschmissen, also einen ganzen Stack. Und jetzt werden wir mal gucken, was wir daraus denn bekommen. So, die Picklins haben jetzt insgesamt 64 Gold von mir bekommen. Und dafür habe ich diese Items hier bekommen. Es ist jetzt nicht so eine krasse Ausbeute, zum Beispiel Obsidian habe ich gar nicht bekommen. Ich habe auch nur ein Nether Quartz bekommen, ein Magma-Creme-Item quasi und ein Nether Brick. Insgesamt ist das aber eine ganz okaye Ausbeute, würde ich sagen. Also man kann vielleicht auch nicht unbedingt so eine gute Nether Quartz-Farm bauen, aber insgesamt die Items sind schon relativ nutzvoll. Also man muss jetzt wissen, wenn man viel Gold hat sowieso, wenn man vielleicht eine Goldfarm hat, dann kann man das hier auf jeden Fall nutzen, gerade weil auch hier einige doch relativ seltene Sachen dabei sind, eben Magma-Creme zum Beispiel, Nether-Quarz oder Gravel könnte man jetzt auch relativ gut sogar automatisch farmen. Ihr seht ja schon, aus 64 Gold kann man 24 Gravel machen. Wenn man allerdings sowieso nicht so viel Gold hat und vielleicht auch keine Goldfarm, ist das eine nicht so tolle Variante, würde ich jetzt mal sagen. Aber insgesamt ein cooles Feature und ich denke, damit kann man auch sehr viel anfangen. Hin und wieder kann es vorkommen, dass die Picklins anfangen, Hoglins zu jagen. Das ist dann meistens so, dass einer von den Picklins anfängt, auf das Hoglin einzuschlagen und anzugreifen und dann machen halt alle in einem gewissen Umkreis dabei auch mit. Ihr seht das schon, hier sind überall ein paar Pfeile, wo sie eben einen Kampf hatten. Und da ist es allerdings dann manchmal zufällig, wie denn der Kampf im Endeffekt ausgeht. Also manchmal belegt das Hoglin und tötet dann die Picklins, manchmal ist es eben andersrum. Ich denke, daraus könnte man auch vielleicht eine ganz coole Farm bauen, tatsächlich. Und außerdem sind Wither-Skelette tatsächlich ein historischer Feind von den Picklins und die werden sich auch bekämpfen, wann immer sie möchten. Hier, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen unfairer Fight. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, sagen wir mal 7 Picklins. Und wenn ich jetzt mal hier 7 von den Nether-Skeletten hinbaue, gucken wir mal, wie der Kampf ausgeht. Es sieht relativ deutlich aus für die Picklins, wobei, okay, die haben jetzt auch sehr viele Kinder dabei, die habe ich jetzt vielleicht nicht unbedingt einberechnet. Aber es sieht ungefähr tatsächlich auf Augenhöhe aus. Also man könnte daraus vielleicht auch eine coole Farm bauen, wo die Nether-Skelette dann zum Beispiel von den Picklins getötet werden oder eben andersrum. Außerdem können Picklins an der Oberwelt nicht lange überleben. Ihr seht schon, die fangen so an zu zittern, wie wir das auch von Zombie-Villagern kennen, wenn man die eben bekehren möchte. Und so ähnlich ist es jetzt hier auch. Die werden jetzt hier ein bisschen rumlaufen, ein bisschen zittern. Und nach einer kurzen Zeit werden aus den Zombie-Picklins dann, oder aus den Picklins ganz normale Zombie-Pigmen. Ist auch eine ganz coole Idee. Allerdings wüsste ich jetzt nicht, wie man das irgendwie nutzvoll verwenden kann. Also wenn ihr da Ideen habt vielleicht für eine Farm, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Insgesamt ist das aber ein ziemlich cooler Snapshot. Und wir haben jetzt auch durch das Handeln mit den Picklins tatsächlich die Möglichkeit, viele Items automatisch zu farmen, die man vorher nicht automatisch farmen konnte. Zum Beispiel eben Obsidian und Quarz oder auch Kies natürlich oder Magma-Creme. Wobei Magma-Creme ging vorher. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mal eine automatische Farm dazu zu bauen. Und dann könnte man ja, weiß nicht, vielleicht so eine automatische Handelsstation quasi bauen mit denen. Ist auf jeden Fall eine coole Idee, die Mojang da hatte mit den Picklins. Und ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, dass die Mobs jetzt eingeführt wurden. Und ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass bevor die Minecraft-Version 1.16 dann final rauskommt, dass da auch noch ein bisschen was geändert wird und die Picklins dann noch ein bisschen cooler werden und auch eben das Netherite in Zusammenarbeit mit dem Beacon noch irgendwas Eigenes kann, also irgendeinen tollen Special-Effekt oder sowas. Da gehe ich schon von aus. Aber insgesamt war es das soweit von dem Video. Wenn ihr ein bisschen geschaut habt, könnt ihr gerne mal Hashtag Picklin in die Kommentare schreiben und nochmal dazu schreiben, wie ihr die ganzen Neuerungen so findet. Das interessiert mich immer sehr. Ich bis jetzt finde sie eigentlich insgesamt ziemlich gut, auch wenn ich mir noch mehr Biome erhofft habe, um ehrlich zu sein. Übrigens hat Mojang auch gesagt, dass das wahrscheinlich erstmal die einzigen drei neuen Biome werden, die jetzt neu dazukommen im Nether. Ich habe irgendwie mit mehr gerechnet und mit vielleicht neuen Strukturen oder sowas, aber das ist schon mal ein Anfang und auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns bei einem weiteren Video. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und ciao.